Willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Auf Blackwater City. Vor der Frau da. Was wollt ihr mal? Mal teilnehmen. Das machen wir gleich, sobald wir alle Kisten haben. Würde ich mal sagen. Oh, nicht mehr dran. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Wir wollen ja nicht gleich sofort verrecken, wenn wir hier hingehen. Diesen netten Typen. Wir sind alle verkiffen wohl nur. Ja. Lol. Oh, lol, lol, lol. Das sind mehrere. Ich dachte schon. Bombenhandschuh. Los, Bomben. Lol. Das ganze Gang ist das. Das wäre nur so eine, so eine Art Viereck-Dinge. Karton. Toll, dahin können wir nicht. Kisten. Okay, 8000 Balls. Immer noch nicht genug für eine Rida. Aber das werden wir eh nicht schaffen im MP. Alle davon oder für so sammeln. Weil das ist echt viel, viel. Wie der kostet. Dermaßen übertrieben. Komm, gesprochen. Geht. Ne? Okay, aber jetzt, Leute. Jetzt stelle ich mir erst den Timer und dann gehen wir rein ins Rennen. Am Rennen teilnehmen. Lol. Okay. Lustig ist, ein Teil meines Bildschirms ist auch unten weg, ne, wegen dem Grabber, ne? Jetzt sehe ich nicht, wie viel die Zeit ist und so. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wie es gehen soll. Lol! Hallo, wie soll das gehen? Erste Rennen ist mir so schwer. Ach ja. Lol! Das ist echt dermaßen abgefuckt, ne? Kann man irgendwie angreifen, ne? Oh Gott, hart nach links lenken, hart nach links, hart nach links. Okay, ich muss mich einüben. Sonst geht's nicht. Okay, nochmal. Nochmal, sagte ich. Ich sagte normal und ich weitermachen. So blöd, ne? Boah. Aber wir sind hier schnell unterwegs, manchmal. Ich weh, dass wir. Lol. Scheiße. Ja, ich will von neu anfangen. Beenden, ne? Jetzt nochmal. Die haben so einen krassen Vorteil gegen mich, ne? Das ist ja gar nicht zu glauben. Okay. Das ist unsere Chance. Wenn die keinen Typ haben, aber wir, dann ist es unsere Chance, ne? Ich gehe unten lang, weil da ist sicherer, weil, keine Ahnung. Ist so. Schneller. Boah, boah, boah. Nein, die Plattform. Der Boost. Boost, ne? Und schaffen wir es? Nein. Ist dann doch zu weit. So. Zu weit so rum. Macht Sinn. Lol. Alter, der Arme. An der Stelle wäre ich nicht gegen gewesen, aber an der Stelle waren wir eh schon mal ein paar Mal gewesen eben. Ach ja. Okay, das war Pro Move. Das wäre echt Pro Move. Holy shit. Okay, wir sind relativ gut sogar. Relativ nur. Nicht ganz gut. Nein! Oh, verkackte Scheiße. Ja, toll, wir lahm die Asche. Wir waren eine Kiste. Lol, was war das denn? Okay, move. Für was sind Moves? Frag mich gerade. Ich glaube, die Moves wären noch später für uns interessanter. Oh, Platz 5, ey, wir können neu anfangen, ey. Können wir auch. Okay. Was die Moves? Immer noch. Ach so, ja, ich glaube, ich weiß ja warum. Aber da später mehr, wenn wir. Weil sie nicht im Verlauf sind, ne? Lol. Ja, ist klar. Rachel, ey. Aufpassen kannst du auch nicht, ne? Halt! Arrrr, Schwede.
später, wusste ich gar nicht. Wow. Wow. Lol, warum geht mein Bildschirm aus vom anderen Rechner? Lol. Das irritiert mich irgendwie gerade derbs. Ja, wesentlich ist es ja nur der Bildschirm, ne? Und nicht der ganze Rechner. Und ich gerade die Tonspur aufnehme. Scheiße, den Booster, wenn ich sie gekriegt. Hier unten lang geht mal. Okay. Okay. Gut, gut, gut. Besser. Abgriff näher. Also einmal über die Grube springen, ne? Über die Grube springen. So. Aufgenommen. Okay. Pass 3 erst. Alter. Holy shit. Da sind wir gerade schon gut. Nein! Nein! So ein Scheißfehler. Nein! Okay, Leute, ihr könnt es nochmal von vorne machen, ne? Jetzt eigentlich. Ne? Weil ich alles drauf habe. Okay, Leute, nochmal. Das bringt nichts. Und wow. Nochmal. Mit so einem Schritt anfangen will ich nicht starten. Es geht meine Würde. Und Move. Was auch immer. Ah ja, stimmt. Ich weiß dafür. Für was habe ich ja schon eben gedacht, ne? Hier rüber, da drauf, hier die Bomb nehmen. Lol, das war knapp. Hier rüber, okay. Amöben sind die auch. Ja. Ist mir gerade aufgefallen, wirklich. Ach ja, ich bin so eier, ne? Boah, nichts weiter nach rechts. So, hier gut, haben wir auch noch nicht. Leute, den erster. Den ist hier so gut, ne? Okay, den Führung müssen wir behalten, ne? Wollen nicht verlieren. Lol, was war das schon für ein Move, ne? Meine Sprache ist auch wie abgekackt, die Rotsche. Lol, ich geh noch weiter. Ich dachte, die letzte Runde. Ich dachte, ich wäre die letzte Runde, ne? Lol. Okay. Drüber. Nach rechts. Rum. Zwischen die TT-Kisten, ne? Springe ich nicht. Das ist mir klar. Lol. Okay. Das ging. Wusste gar nicht mehr. Lol. Okay, Leute, Captain Quark hier. Es ist mir eine große Ehre, die diesjährigen Sieger der intergalaktischen Hoverboard-Meisterschaft vorzustellen. Applaus für die Newcomer! Ratchet and Clank. Hey, das sind wir! Als Sieger nehmen Sie heute den brandneuen Profi-Platin-Zoomerator Modell T15 mit. Dieser Hoverboard-Antrieb der Firma Gadgetron bietet mehr Schubkraft, Geschwindigkeit und Steuerungskomfort als alle anderen Antigrav-Produkte auf dem Markt. Tja, Leute, mehr Zeit haben wir leider nicht. Denkt daran, heute Abend den Quark-Klassiker-Kanal auf dem Infobot einzuschalten. Sie zeigen Luftkampf über der Todesschlucht. Mit meiner Wenigkeit. Vielen Dank und einen quarktastischen Tag! Platin Simulator gewonnen. Besser 1,41, 64. Okay, Leute, diese können wir übertoppen jetzt mit dem Simulator. Machen wir aber nicht, weil kein Bock darauf. Okay, können wir eigentlich machen, aber egal, ne? Balls, Helmet. Okay, Leute, was ist jetzt angesagt? Ach, stimmt ja, wir müssen jetzt so Skid Agent, ne? Den Agent, auch von mir genannt. Warum wohl? Lol, ich will Raumschiffe. Okay, zum Schiff. Hier war nichts mehr, ne? Mission. Find the Captain Craw. Also, wie komme ich da jetzt hin? Ach so, ich hab einen Plan, Leute. Keine Sorge, ich hab einen Plan. Ja. Bei mir gibt's wohl nicht viele Pläne zu hören, aber diesmal habe ich einen. Ja. Wenn sich das Taxi mal beeilen würde, mich zum Schiff zu bringen. Lass mich runter. Doch. Das ist ein Plan von mir.
weil er voll gefailt ist, deswegen. Komm, Fisch, friss mich. Komm mal. Geht doch. Okay, den Schwunghaken aufgerüstet. Und rüber. Ich wollte schon wieder R1 drücken, Mann. Lol. Warum ist hier eine Kiste? Boah, da gerade schon, ey. Warum kam der jetzt gerade? Okay. Flammenwerfer. Pyrotentor, oh, wie der hieß. Ach so. Ich verstehe. Es macht jetzt alles einen Sinn, ne? Saugkanone, Wäschbecher. Dietrich. Leute, warum ist hier nicht mein Wasserding? Das hier. Brauchen wir jetzt nämlich. Jo, war so richtig. Boah, jetzt hat er ja eine fette Blase, ne? Boah. Okay. Ich glaube, der Weg hier sollte so. Boah, sollte uns zu Captain Croc führen, ne? Mein Sprachkurs ist heute wieder phänomenal, ne? Phänomenal. Ich check's nicht. Meine Sprache ist gleich voll abgefuckt um die Uhrzeit. Und wenn ich viel später aufnehmen würde, wäre sie so besser wahrscheinlich. Lol, ich bin ja schlecht, ne? Bin ja normal. Aha. Wie schick das Wort nicht? Komm, sorg das heraus. Wir brauchen es. Hallo? Hallo, ich will Wasser. Oder geht das jetzt nicht mehr? Watchet, nehm's auf. Befehl dir. Geht doch. Und darüber jetzt. So, geklappt perfekt, ne? Und was ist jetzt hier? Noch ein Becken. Was groß ist. Okay, komm, wir sparen uns mal die Balls. Ob ich jetzt da unten die ganze Zeit herumlaufe und mir die sammeln, ne? Ne. Das mache ich nicht. Okay. Gitter. Okay, wie kommen wir vorbei? Ich glaube. So. Ist gar schwer. Ist das hier eine Kanalisation? Wenn ja, dann. Oh, wir raus hier. Okay, komm. Hol raus, Wasser. Wir brauchen Wascher, Baby. Oh, jetzt ist wieder unten hin. Okay. Eine Kläranlage kann auch sein, ne? Oder Reinigungsanlage ist das gleiche, ne? Oh, ich bin ja schlau. Ich muss das zurück. Muss ich doch echt. Was für ein Wunder. Oh, müssen wir durchschwimmen, ne? Boah. Naja, könnte schlimmer sein, ne? Es könnten Fische drin sein und uns auffressen wollen, ne? Das wäre schlimm. Nein, zum Glück ist es ja nicht der Fall. Bin ich sehr froh drüber. Ging hier Turbo? Ich weiß es nicht. Nö, irgendwie nicht mehr. Okay, dann halt nicht. Dann mach hier raus, schnell. Rauswäsche, komm. Wasser ist ein Scheißbiom, weil. Da haben wir voll die Nachteile, ne? Flammenwerfer. Tschüss. Okay. Was ist das denn? Also. Wow. Okay. Eine Rutsche. Und Schleim im Wasser. Wow. Rutsche. Schneller. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben verkackt, oder wir haben es verkackt. Ich weiß nicht, wie man hier Power gibt. Oh mein Gott, wir haben es verkackt, Leute. Ich kann jetzt nur noch hoffen, ne, dass wir den Wasserspiegelstand hier gerade durchhalten. Ne? Oh. Schnell voran. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott.
Bestellt bald ich. Gib mir Gas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. LOL. Alter, nein. Leute, ich glaube, wir haben verkackt. Ja, das haben wir. Sehr schön. Ja, wer soll jetzt damit rechnen, ne? Wenn man hier von der Rutsche da runter geht und dann die Tür aufmacht, dann bam, Wasserspiegel steigt um Maßen. Schnell voran, schnell voran. Schnell voran, schnell voran, schnell voran, ne? Okay, diesmal sieht es besser für uns aus, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt da reinfallen, ne, dann raste ich aus. Weil da von diesem Wasserbecken kommen wir nicht so schnell raus. Nein! Lol, lol, lol. Schneller! Alter! Okay. Wir sehen Ausgang. Oh, schön. Wow, hier steckt er auch noch. Schnell. Nein! Fuck! Ich meine, oh nein, Mist. Nein, wir haben verkackt, Leute. Wir haben verkackt, wir haben verkackt, wir haben verkackt, auf jeden Fall. Wir haben derbst verkackt, schon wieder. Schneller. Wir können die Luft nicht anhalten, solange. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell hoch! Wow. Wow, okay. Der steigt nicht mehr. Perfekt. Gerade noch so geschafft. Aber nur ein wenig knapp. Nur ganz, ganz wenig, ne? Weil nicht gerade so gewesen wäre, würden wir sofort verrecken, ne? Weil wir keine Luft mehr haben, ne? Ja. Okay. Springt schon. Kisten, ne? Erstmal einsammeln. Jetzt die Leute. Komm, gehen wir erstmal hier hin, ne? Die Feinde besiegen für Bombs. Lol. Geh weg von mir. Okay, wir sind wieder hier. Wo wir erst waren. Und hinten steht ein Wohnwagen. Mit einem Bodyguard, wie wir gerade sehen. Okay. Mit einem Stern drauf. Das ist gut gemacht. Hey, 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 die Pressekonferenz ist vorbei. Captain Quark will im Wohnwagen nicht von Reportern belästigt werden. Oh, mein Freund und ich müssen den Captain aber in Sachen der galaktischen Sicherheit sprechen. Du meinst du und deine laufende Kamera? Ihr Paparazzi macht mich krank, verschwinde! Aber Sir, Captain Quark wird es bestimmt verstehen, wenn... Nein, nein, Spaß dir, ich weiß doch, wie es läuft. Ihr beschwatzt mich, euch reinzulassen, macht ein Foto vom Captain in Unterhosen verkauft ihr es an die Boulevardpresse für Millionen von Bolts! Sie verstehen das nicht. Und ich verdiene dabei 6 Bolts in der Stunde. Und ich muss mir die Predigten von diesem Geizkragen Quark anhören. Deshalb kommt ihr nicht rein, es sei denn, ich kriege einen Anteil im Voraus. Boah, 4000 Balls. Nur weil du 6 Balls in der Stunde verdienst, was eigentlich relativ sehr, 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 sehr und so weiter wenig ist. Aber okay, komm, machen wir es. Wir wollen ja Croc sprechen, ne? Seht ihr, wie es läuft? Man ölt das Scharnier und die Tür geht auf. Jetzt kommt's. Oh Gott. Captain Quark? Was ist los? Wow. Ratchet und Clank, Captain. Sie wissen schon vom Hoverboard. Oh ja, ja. Ich weiß, wer ihr seid. Wirklich? Ja, und der Galaxie sei Dank, dass ihr hier seid. Hä? Es gibt einen schrecklichen Plan, unsere Planeten zu zerstören. Ratchet, er weiß es. Cool. Heißt das, dass wir jetzt wieder hoverboarden können? Freunde, wir sind alle in großer Gefahr. Und ich glaube, zusammen können wir diesen Wahnsinn noch aufhalten. Zusammen? Sie meinen, wir sollen Ihnen helfen? Hör zu, Ratchet. Ich habe dich beobachtet und ich habe noch nie ein solch unglaubliches Talent gesehen. Du wirst ein großer Held werden. Echt? Sie meinen, ich werde berühmt? Oh ja, absolut. Oh, hier, nimm das. Okay. Woran liegt es, dass manche ewig unerkannt schuften, während andere zu Helden werden? Ist es Stärke, Mitgefühl, Zielstrebigkeit oder einfach nur Glück? Diese Frage beschäftigt die Weisen seit vielen Jahrtausenden, doch Captain Quark kennt die Antwort. Deshalb konnte er mehr Tyrannen stürzen, mehr Damen in Not zu Hilfe eilen, mehr Zivilisationen retten als jeder andere Held der Galaxie. Jetzt haben Sie die Chance herauszufinden, ob Sie zum Helden taugen. Dieser Infobot enthält die Koordinaten von Quarks Geheimnis
einen Stützpunkt. Können Sie mit Karacho Quarks Killerkanonen mit gräulichen Kräften, können Sie mit Karacho Quarks Quiller, ach was, schlagen Sie sich zum Herz der Basis durch. Beweisen Sie sich, erfahren Sie die Antwort, verewigen Sie Ihren Namen in Geschichtsbüchern. Sprechen Sie vor ungewohnter Anstrengung mit Ihrem Arzt, keine Haftung bei Tod oder Verstümmelung, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Trefft mich in meinem Hauptquartier. Hey, Captain Ratchet, was hältst du davon? Wir werden Sie nicht enttäuschen, versprochen, Sir. Nice, okay, Infowort für Planeten Ubris. Okay, erhalten. Okay, Leute, hierfür machen wir erstmal einen Crash in diesen Part. Ja, hat sich so gereimt. Jetzt hätte ich es nur noch besser aussprechen sollen. Dann wäre es auch geil gewesen. Okay, Leute, wir haben echt den echten Captain Croc gefunden, ne? Ich habe damit gerechnet, dass wir jetzt irgendwie so einen Robbervieh wieder für Schnauze kriegen, aber nein, so war es nicht. Wir haben echt den fleischigen Captain Croc gekriegt. Nice. Aber jetzt erstmal, bevor wir hier reingehen, machen wir eine kleine Pause und bis bald und tschüssi.